so ja nun nicht. Ich wollte mir auf gar keinen Fall den Wirtschaftsmultiplikator geben, nein. Aber so können wir eigentlich machen, ne? Ich glaube auch. Eine alte Festung. Eine alte Festung. Grüneren Gebiete Wolfgas. Digga, ich finde den Sprecher von Spellforce aber übel nice. Jo, der ist schon viel. Nicht schlecht. Ich muss unbedingt Spellforce Soul Harvest dann let's playen. Spellforce ist lange genug her. Sie zu ihrer Heimstatt erklärt. Das muss jetzt bald hinterherrutschen. Sie zurückzuerobern. Machen die Soul Harvest ist so ein geiles DLC. Hast du das jemals gespielt gehabt eigentlich schon oder noch nicht? Fast unmöglich. Nee. Das ist fast schon besser als die Hauptstory, finde ich. Also ist mindestens so gut wie die Hauptstory. Wenn nicht sogar noch ein bisschen geiler. Und fast noch contentreicher. Also Soul Harvest ist wirklich ein richtig gutes DLC. Ich habe ja noch nicht mal die Hauptstory komplett durch. Stimmt. Das steht ja auch noch an bei dir. Hab ich Trolle? Ich hab Trolle. Ich hab noch nie Trolle gespielt. What? Noch nie? Krass. Noch nie. Das ist krass. Auf euren Befehl. Dann kannst du da jetzt mal machen, wa? Ja, Trolle sind am Anfang sehr lahmarschig und man hat halt wenige Einheiten, die sind dafür aber sehr stark. Der Eisenschnabel hat bei mir das Icon von einem Hellebardier oder was das ist. Und der Zerschmetterer hat gar kein Icon. Okay, das ist ein Bug. Der Häuptling hat auch keins. Ja, das ist ein sehr buggiger Bug. Ja, es liegt halt an den Mods. Wieso soll das an den Mods liegen? Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben Weil ich das bei den Orks auch immer habe, wenn wir mit Mods spielen. Da haben die Lindwürmer zum Beispiel keins. Ja, bei den Trollen irgendwie alles? Achso, meinst du, das ist so? Dass es nur die Trolle irgendwie betrifft und die Orks? Bestimmt auch noch andere. Fällt mir aber gerade kein aktives Beispiel ein. Aber ein passives vielleicht. Nee. Ja, der Häuptling hat auch der Häuptling hat auch bei mir kein Icon, also dein Häuptling. Na sag ich ja, liegt an den Mods. Mein Bogen ist bereit. So, ein Wirtschaftsmultiplikator hast du aber wieder rausgemacht bei denen, ne? Schon so. Ja. Das habe ich wieder rausgemacht, ja. Weil zweimal schwer haben wir beim letzten Mal schon nicht hingekriegt. Unsere Helden werden stärker. Kein Hammer. Was nun? Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Und los. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Wir brauchen Holz. Digga, der ist schon bei mir bis unten durch. Willst du mich verarschen? Der ist schon hier. Was ist das denn? Lausch den Geist. Er geht einfach in meine Hauptbase gleich. Der hat ja da nichts ausgebaut, Dude. Nee, aber besser ist das auch. Besser ist das auch. Das kann nur noch wirklich nicht sein hier. Ich trage einen Bogen. Der Vorposten. Die sollen immer nicht übertreiben. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ich werde der ruhigen Spellforce-Musik nie überdrüssig, ne? Nie. Wenn wir in 30 Jahren eine Runde Spellforce spielen, genau diese Musik, das ist mir. Ich finde die immer noch geil. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur.
Benötigt ihr etwas? Ich trage ein... Brauche Holz. Ja, ich auch. Holz ist unerlässlich bei den Elfen, ey. Posten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ohne Holz geht es wirklich gar nicht voran. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Lauscht den Geistern. Zielt und schießt. Willst du nicht jetzt schon mal so ein bisschen gegen das Monster da in der Mitte kämpfen? Okay. Okay. Was nun? Da unten ist ein Gegner. Gestellt. Wo? Kleiner Frechdachs. Hä, wo ist ein Gegner? Da, in meiner Base. Was? Da rennt ein Infanterist. Ach so, Digga. Das zählt doch nicht. Haben wir nicht Besseres zu tun? Das zählt doch nicht. Das ist doch kein Gegner. Das ist ein Wurm. Dort? Ein Wurm. Ich werde Wurm. Ein Bogen, kein Hammer. Ach ja, stimmt, die Troller hatten diese komische Battle Rams Mechanik. Ah ja. Ah, das Gute ist, der hat die alle nicht eingenommen, der hat die erstmal nur geclaimed. Also kann ich die so prinzipiell gesehen relativ schnell wieder zurück einnehmen. Ja. Auch ohne jegliche Einheiten, die ich halt nicht hab. Lausch den Geistern. Das sind Vögel. Vögel. Der hat auch Trolle. Kleine Vögel. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Tötet sie alle. Was soll denn das? Der Vorposten wurde ich töte gebaut. Einfach gerne alle. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ach, Troll gegen Troll da oben, das ist ja auch fett. Da bin ich ja mal gespannt, wie das bei euch da ablaufen wird. Ich bin hier der bessere Troll. Das mag sein. Ja, sein Held, der kriegt schon auf jeden Fall ein bisschen auf den Sack. Was? Willst du nur hin, du Sau? Digga, das ist ja wirklich so ein Mirror-Match, ne? Tötet ihn! Ja, nicht wegrennen, du Feigling! So. Wir müssen mehr Holz sammeln. Der ist down. Down. Gefickt wurde. Ja. Nanu. 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 Das ist aber gut. Jetzt bleiben wir mal bitte alle auf dem Teppich hier. Lausch den Geistern. Ich trage einen Bogen. Junge, ich habe hier einfach so einen kleinen Turm noch, Digga, so Castle. Bei dem einen Außenposten. Der Vorposten ab wurde ins Priggle-Lager. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Es wird ein bisschen gekloppt hier. Es wird gekloppt. Oh. Jawoll, ja. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Mehr Holz, Augur. 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 Auch mehr Holz. Oh, scheiße, der greift mich schon an. Oh Gott, der hat Menschen. Oh, und der hat sehr... Oh, der hat viele Einheiten. Der hat viele, viele, viele Einheiten. He's back. Ja? Wieso hat er so viele Einheiten, Alter? Jesus. Zielt und schießt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich hab einen Schädelbrecher. Alter. Eilen wir. Dies ist hoffentlich kein Fehler. Ich spüre die Geister rings um uns. Doch, aber diesen, das will ich hier. Das muss ich verteidigen, hier den Außenposten. Dann bin ich good to go. Benötigt ihr etwas? Dort? Bögen spannen! Die Freunde des Stammes! Ich werde Vorauskundschaften. Zielt und schießt. Gott, hat er Einheiten! Leg mich am Arsch! Da ist ja jemand ganz räudig am Spammen hier. Er kann's halt auch einfach, er ist halt einfach Mensch. Wir werden angegriffen. Ah, sieht so aus, ne? Jetzt rennt er mir komplett hinterher, aber jetzt wird er doch gefickt, glaube ich. Oops.
wollen wir. Glaubst aber auch nur du. Nee. Ich glaub nicht, dass ich das nur glaube. Roffel. Wir werden angegriffen. Lustig. Ja, HDF. Brauchen wir Kram, gib mal Kram. Aha. Gebäude fertiggestellt. Mein Bogen ist bereit. Ich brauche einen Stein. Stein? Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ja, Holz ist wirklich auch echt krass knapp bei mir. Wir benötigen Steine. Digga, du machst da nur die Rand, du machst nur die Randdinger heute. Heute geht er mal auf Ästhetik und macht so einmal so einen ganzen Kreis und nimmt immer nur die Außen ein. Ich rush hier einfach durch. Ach so. Das mach ich hier. Ja, du bist halt legit bei ihm gleich in der Hauptbase, ne? Also wenn du ihn jetzt ausschalten könntest, dann wäre das natürlich super Premium, dann ist direkt GG. Dann würden wir gewinnen. Gebäude fertiggestellt. Der ist verwirrt, der weiß nicht, wo er hin soll. Mein Bogen ist bereit. Gib's den Befehl. Sag mal, wird der hier wohl nicht bauen? Gib kein Prügellager. Digga, er geht komplett rein. Was nun? Trolle einfach die neue Main-Rasse. Gebäude fertiggestellt. TV Total. Ja, Mann. Okay, jetzt ist aber gut. Genug gemoscht. Benötigt ihr etwas? Ich wusste, dass er hier wieder kommt, der kleine Spinner. Kann ich die eigentlich da nochmal reinschicken? Ja. Ich kann die da nochmal reinschicken. Ach so ist das. Ach so. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Mein Bogen ist bereit. Hm? Augur, unsere Kornspeicher sind nahezu leer. Wir benötigen mehr Nahrungsmittel. So. Der Stamm, ja, ja. Damit habe ich doch, denke ich mal, relativ viele Außenposten jetzt. Was schlecht für den Stamm. Digga, die haben alle kein Icon bei dir, ne? Eisenschnabel, ja. Junge, der Eisenschnabel sieht aber echt krass aus. Richtig mit goldener Rüstung, Junge. Holy shit. Ja, ne? Macher. Giga-Chat. Wir werden angegriffen. Zielt und schießt. Augur? Was nun? Wir werden angegriffen. Ja, angegriffen werden ist in dem Fall jetzt okay. Mein Bogen ist bereit. Passt schon. Lauscht den Geistern. Weil ich die eh wieder vertreiben kann. Kleinen Nuttens. Wir werden angegriffen. Yes. Hat er nicht gesagt. Hat er. Hat er genau so gesagt. Du Schlingel, du. Oh, Schlingel, du Kleiner. Oh Gott. Alter, was machen diese Keks? Die laufen wirklich einfach durchs Gegnerlager durch. Gebäude fertiggestellt. Ja, Mann. Da solltet ihr nicht langlaufen. Der hat ja auch eine fucking Kaserne, Alter. Kein Wunder, dass er immer wieder mit Einheiten nachkommt. Müssen wir mal zerstören hier, die Scheißkaserne, die Scheißdrecks-Piss-Kaserne, Alter. Die Scheißdrecks-Piss-Kaserne, ey. So dreckige Scheiße, Mann. Was nun? Und die zerstöre ich jetzt auch. Wir werden angegriffen. Jetzt brauchen wir auch noch Hütten. Die kosten Holz. Ja gut, okay. Dafür brauche ich vielleicht erstmal ein bisschen bessere Einheiten, so vom Ding her. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Mein Bogen ist bereit. Na, was haben wir denn da? Benötigt ihr etwas? Mhm. Ich spüre die Geister. Wir werden angegriffen. Ich bin Geistern.
Was nun? Mein Bogen ist bereit. So, ich kann zwar seine scheiß Vögel nicht angreifen, aber das ist egal. Ach so. Fertiggestellt. Das interessiert ihn jetzt eher weniger. Oh mein Gott, er kommt jetzt mit allem. Gebäude fertiggestellt. Alter! Oh mein Gott, ich brauche Hilfe! Wir werden angegriffen. Kann gerade nicht, bin beschäftigt. Okay, dann fliege ich jetzt raus. Nein, nicht rausfliegen jetzt. Doch. Doch. Holy shit, Alter. Er hat ganze Armee mitgebracht. Ich krieg vielleicht seine Base hier oben. Ja, das hilft mir dann nicht mehr viel. Es wird geschehen. Okay, never mind, er hat geupgradet. Wir müssen mehr Holz sammeln, Augur. Junge, wo nimmt er die Einheiten her, Alter? Eilen wir. Ist das krank, wie viele Armbruststützen, in der in so kurzer Zeit schon ausgebildet hat. Insane, aber wirklich insane. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Bögen spannen! Also ohne Scheiß, der zerscheppert mich. Ja, ich komm doch schon. Ja. Was nun? Gebt den Befehl! Das ist, meine Leute sind halt fett und langsam. Holy fuck, Alter, ich habe gar keine Schnitte gegen den. Also, wenn man das eine Armee nennen konnte, was ich mal hatte, dann ist das jetzt vorbei. Aber sowas von. Werden uns leiten. Und dass ich auch jedes Mal da immer außen rumlaufen muss, also das ist echt blöd mit den Basen hier. Der kann nach Belieben immer da angreifen, wo er will. Gebäude fertiggestellt. Was nun? Ich werde vorauskundschaften. Gestellt. Lauscht den Geistern. Ja? Er kommt wieder. Geister rings um uns. Gib mir ein Ziel. Mhm. Zielt und schießt. Gebäude fertiggestellt. Ja, lass versuchen, seine Kaserne down zu kriegen. Spannen. Wenn er die nicht mehr hat, kann er nicht mehr so schnell nachproduzieren. Mein Bogen ist bereit. Ich werde spüren. Ja, perfekt, Alter. Haben eine Technologie erfahren. Zu zweit können wir den, glaube ich, holen. Solange der andere Troll nichts macht. Bögen spannen. Da ist ein Held. Benötigt ihr etwas? Der baut einfach direkt wieder nach, das juckt ihn nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der rings um uns. Bögen spannen. Okay, jetzt ist der andere da oben aber langsam auch halt aktiv. Ja. Dies ist hoffentlich kein Fehler. Der baut sich hier wieder auf. Immerhin erstmal gestoppt, aber ich glaube, das lässt nicht lange auf sich warten, bis der wieder kommt. Ja, mein Bogen ist bereit. Digga, das ist so fucking ass, dass die jedes Mal durch die Gegner hier durchlaufen. Sammelt euch am besten jetzt einfach mal da. Was nun? Befehle? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Es wird geschehen. Oh, du bist eigentlich schon echt nicht schlecht dabei mit den von den Einheiten her. Das sieht doch ganz solide aus erstmal. Was nun? Mein Bogen ist bereit. Wir werden angegriffen. Ist das so? Stehe ich gut da von den Einheiten? Ja, denke ich mal. Ich weiß das nicht, ich kenne die Trolle nicht. Digga, holy shit. Sein Held ist so low.
Und der greift trotzdem noch an. Das juckt ihn gar nicht. Der hat schon Hüter, Digga. Der hat Hüter. Zielt und schießt. Gebäude fertiggestellt. Hoffentlich kein Fehler. Also diese Base-Konstellation, die war ein bisschen sehr scheiße von mir. Aber gut, jetzt muss man mit dem klarkommen, was man hat. So nach dem Motto. Gebäude fertiggestellt. Augur? Mein Bogen ist bereit. Gebäude fertiggestellt. Was? Ja, Ephraim? Was nun? Gebäude fertiggestellt. Hm? Ach, da geht's schon wieder los. Keine Sekunde hat man hier einfach mal nur Ruhe. Verbündeten werden angegriffen. Oh mein Gott. Der hat zwei Armeen. Ich spüre die Geister ringsum uns. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Die Geister werden uns leiten. Wir werden angegriffen. Eilen wir. Mein Bogen ist bereit. Lauscht den Geistern. Gebäude werden fertiggestellt. Es wird geschehen, Ephraim. Zielt und schießt. Benötigt ihr etwas? Wir werden angegriffen. Der Katapult, oh nö. Ich spüre die Geister rings um uns. Wieso denn jetzt schon? Wir werden angegriffen. Eilen wir. Gib mir ein Ziel. Es wird geschehen. Bögen spannen! Zielt und schießt. Ich spüre die Geister rings um uns. Unsere Helden werden stärker. Mein Bogen ist bereit. Er muss diesen Außenposten hier mal verlieren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dann ist es kein Problem mehr. Der ist hier einfach zu nah an mir dran. Zielt und schießt. Es wird geschehen. Ich spüre die Geister rings um uns. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Bist du noch hier oder bist du weg jetzt wieder? Das ist hoffentlich kein Fehler. Meine Einheiten sind noch da, aber es sind nicht mehr viele. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Na, dann kriegst du deine Base nicht. Unlucky. Aber ich kann nochmal mit Verstärkung wiederkommen. Was? Okay. Ich habe gerade irgendeinen Error bekommen. Fail to start the game bei Spellforce 3. Was? Du bist doch schon im Spiel, oder nicht? Ja, bin ich schon. Ist es jetzt gecrashed, oder was? Nein, ist es nicht. Ach so, okay, du bist noch drin, ja? Ja, ich bin noch drin. Okay, na dann ist ja erstmal okay. Dann ist es komisch, aber dann ist es erstmal okay. Benötigt ihr etwas? Ja. Warum wird das Ding nicht fertig gebaut? Wir werden angegriffen. Und Alter, der kommt halt wirklich alle 3 Sekunden hier. Die Geister werden uns leiten. Ja, mein Kind. Wie kann ich Gebäude fertiggestellt?
Lausch den Geistern. Gebt den Befehl. Wir werden angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Lauscht den Geistern. Gebäude fertiggestellt. Was nun? Dort? Ich spüre die Geister rings um uns. Okay, immerhin ist er jetzt ein bisschen angeschlagen und ich konnte jetzt langsam meine Armee ein bisschen aufbauen. Das ist jetzt schon mal wesentlich besser als das, was ich davor hatte. Wir sollten mehr Eisen sammeln. Bestellt. Was nun? Wir werden euch beschützen. Benötigt ihr etwas? Zielt und schießt. Wo ist mein Kackhändler? Gibt's hier überhaupt Händler? Ja, muss eigentlich. Haben die Trolle keine Händler? Wo ist denn hier der Händler? Digga, lauf doch mal da durch, seid ihr bescheuert? Lauf doch mal da durch. Dies ist hoffentlich kein Fehler. Zielt und schießt. Gib mir ein Ziel. Klar gibt's einen Händler, ich seh den doch sogar, aber du musst einfach mal auf deine Minikarte gucken. Bögen spannen! Ich sehe einen, aber nur bei dir. Hä, also ich sehe auch einen. Ja, lol, tatsächlich. Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass bei dir auch einer ist, aber ich sehe tatsächlich bei dir auch kein Icon. Du hast keinen Händler, wie die. Trolle haben keinen Händler. Wir sollten mehr Eisen. Hammer! Goyle! Ja, der hält leider immer noch super gegen hier, der Dude. Gib mir ein Ziel. Zielt und schießt. Wir werden angegriffen. Ich kann nicht mal seine scheiß Base hier. Ich krieg seine scheiß Base hier einfach nicht. Gib mir ein Ziel. Ich spüre die Geister rings um uns. Wir sollten mehr Eisen sammeln. Was nun? Ja, seine scheiß Flugeinheiten. Ich habe keine Fernkämpfer. Wir werden angegriffen. Alter, Alter, was? Der hat doch nicht schon wieder so viele Einheiten zusammengekriegt. Es ist irgendwann auch mal nicht mehr möglich. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Es wird geschehen. Benötigt ihr etwas? Befehle? Bestelle. Lauscht den Geistern. Uiuiui. Gebäude fertiggestellt. Nicht etwas? Wir werden angegriffen. Was nun? Wir werden euch beschützen. Zielt und schießt. Gebäude fertiggestellt. Befehle? Ich werde vorauskundschaften. Ich spüre die Geister rings um uns. Gib mir ein Ziel. Bögen spannen! Wir werden angegriffen. Ich spüre die Geister rings um uns. Mein Bogen ist bereit. Dies ist hoffentlich kein Fehler.
etwas? Die Geister werden uns leiten. Was nun? Wir werden angegriffen. Und schießt. Es wird geschehen. Dort eilen wir. Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Ich hoffe, deine Armee vergrößert sich hier auch stetig. Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Mein Ziel. Benötigt ihr etwas? Dort? Die Geister werden uns leiten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das wird schnell. Wir werden angegriffen. Was nun? Alter, hast du noch irgendeinen Plan, wo man als Elf die Ballisten bauen konnte? Ja, in der Werkstatt, glaube ich. Wo ist die? Wir werden rasch sein. Ich habe hier keine Werkstatt, das ist halt das Problem. Ach, Arkane Schmiede, ach so heißt die. Ach so, einfach hier. Das wird schnell gehen. Lauscht den Geistern. Ja, Ephraim? Wir sollten mehr Eisen sammeln. Okay. Jetzt hat sich die Lage bei mir ein bisschen stabilisiert. Jetzt bin ich in der Lage, seine Angriffe auch ohne dich abzuhalten. Was nun? Es wird geschehen. Bögen spannen! Ich spüre die Geister rings um uns. Jetzt kann ich auch gleich mit meinen Ballisten anfangen, seine Base zu zermürben, von hier aus schon. Wir werden angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Ja, etwa? Benötigt ihr etwas? Eigentlich von hier aus, ja, jetzt, so, wenn ich das mal so betrachte, so ist es eigentlich doch die Position hier doch ziemlich gut von mir gewählt. Ich kann hier immer wieder den triggern, dass er nicht mehr angreift, sondern zurückkommt. Das ist ganz gut. Lauscht den Geistern. Es wird geschehen. Ich spüre die Geister. Wir werden angegriffen. Ich werde Vorauskundschaften. Bögen spannen. Wir werden angegriffen. Eilen wir. Oh mein Gott, ich bin schon... Oh shit, das ist nicht gut. Was denn? Bin schon beim Truppenlimit angekommen und habe noch leider nicht die Eisphönixe bauen können. Das heißt, ich muss gleich ein paar von denen zum Teufel schicken. Digga, verarbeiten die hier nochmal was oder wie ist das? Hä, baut das jetzt? Seid ihr bescheuert? Fühlt euch etwas? Lauscht den Geistern. Das war leider ein Bug. Die haben einfach ein Gebäude nicht gebaut, obwohl die Ressourcen offensichtlich vorhanden waren dafür. Das ist auch immer sehr schön, wenn das passiert. Ja, echt.
Die ganze Zeit wundere ich mich, warum kein Lenya reinkommt, und das war halt der Grund dafür. So, jetzt kann ich hier gleich, glaube ich, sogar seinen Außenposten einnehmen. Zumindest dürfte ich jetzt genug Ballisten haben. Okay, Stein brauche ich auch noch. Stein brauchst du halt sonst auch nie für Upgrades, nur bei den Trollen irgendwie, also für Einheiten-Upgrades. Wir werden angegriffen. Also wenn du den, sobald du dir wirklich sicher bist, dass du ihn auslöschen kannst, lösch ihn bitte aus, damit du mir hier helfen kannst. Ja, ja, ich sammle gerade. Den hier können wir nur zusammen angreifen. Aber ich denke, den Troll, den kannst du auch alleine ausschalten, weil Trolle sind halt in der Defense-Ass. Die werden uns leiten. Ja, ja, wie gesagt, ich upgrade gerade bloß noch ein bisschen. Ich denke mal, das sollte auch reichen. Es wird geschehen. Unsere Helden werden stärker. Ja, ich habe jetzt auch Truppen damit erreicht, okay. Ja, etwa. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Okay. Auch ich rasiere ihn jetzt tatsächlich ganz schön. Es ist sogar gut, dass er ein paar von meinen Einheiten gerade killt. Da muss ich die nicht mal reinschicken, sinnlos. Kann jetzt gleich meine Phönixe machen. Bögen spannen! Digga, die stehen da hinten rum und machen nichts. Das ist aber auch nur. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Gib mir ein Ziel. So, ich glaube, jetzt könnte ich den Außenposten hier kriegen. Komm, jetzt hol dir mal den Außenposten hier. Lausch den Geistern. Bögen spannen. Jetzt gönn dir doch mal hier den Außenposten. Dann hat er schon mal einen großen, großen Nachteil. Und das sieht dann auch schon mal sehr, sehr angenehm aus. Sehr gut, sehr, sehr gut. Kein Hammer. Mein Bogen ist bereit. Benötigt jetzt. Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Was nun? Okay, das dürfte sein Gebäude jetzt eigentlich nicht überleben. Verdammt. Das wird schnell komplizierter, als ich dachte. Aus den Geistern. Nee, das denke ich auch nicht. Das sieht schon sehr strong aus. Ja, aber also bei den Trollen, da warst du die ganze Zeit ziemlich krass mit dabei. Du hast auch die Eisenschnabel zu denen gemacht, die angreifen können, und sie dann gespammt. Das ist auch eine sehr starke Taktik bei den Trollen, meines Wissens nach. Wieso? Können die normalerweise nicht angreifen? Nee, die ganz normalen Standard können nicht. Also, du hast die ans Prügellager geschickt, ne? Bevor du die ins Prügellager geschickt hast, sind das nur Scouts. Nee, ich hab die nicht ins Prügellager, ich hab die in das Fernkampflager geschickt. Ja, genau, genau. Aber bevor du die in irgendein Lager schickst, können die gar nicht angreifen. Nee, nee. Das sind nur Scouts am Anfang. Das wusste ich gar nicht, hab ich gar nicht gesehen. Aber sobald du sie in ein Lager schickst, können sie angreifen und sind halt fliegende Einheiten. Das ist ein großer Vorteil dann. Digga, imagine. Ja, imagine, du hättest wirklich mit denen ganz am Anfang schon kämpfen müssen und auf einmal stellt er so fest, scheiße, die machen ja gar nichts. Was soll das denn? Nötigt ihr etwas? Gebäude fertiggestellt. Lauscht den Geistern. Gebäude fertiggestellt. Ja, wir müssen mehr Lenya brauen. Ja, dann brau doch mehr Lenya. Brau mehr Lenya, Bro. Mach es einfach. Just do it, ne? Was nun? Einfach nur machen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Gib mir ein Ziel. Dieses Gebäude fertiggestellt. Und schießt. Gebäude fertiggestellt. Ich spüre die Geister rings um uns. Bögen spannen!
Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Geister rings um uns. Ich werde mal doch schon ein bisschen weiter bei ihm vorrücken hier. Nutzt ja nichts, wenn ich am Einheitenlimit hier die ganze Zeit warte, könnte ja eh nicht mehr produzieren. Vielleicht kriege ich ihn alleine doch irgendwie so und so. Das Gebäude fertiggestellt. Oder stark abgeschwächt. Ja, ich glaube, ich habe auch seine ganze Armee jetzt gekillt. Der hat nicht mehr viel. Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Benötigt ihr etwas? Gib mir ein Ziel. Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Wir müssen mehr Lenya brauchen. Holy fucking shit, Alter, meine Eisphönixe bumsen, aber seine greifen komplett weg. Hier ist aber jetzt mal relativ schnell Feierabend für ihn. Was nun? Ja, ich glaube, ich kann ihn jetzt tatsächlich überrumpeln. Ja, das, ich bin da schon in seiner Mainbase, lol. Hier ist ja seine Mainbase schon. So, die jetzt einen Down kriegen und dann war's das. Könnt ihr bitte nur nicht zu dumm sein, da den Weg zu finden? Also den. Ihr müsst einfach nur um dieses eine Gebäude rumlaufen. Das kann echt nicht so hart sein. Es wird geschehen. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Ich spüre die Geister rings um uns. Bögen spannen! Gib mir ein Ziel. Okay, zwei schwere KIs, check. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Der Vorposten. Ah, die KIs sind doch im Laufe mit den Updates ein bisschen härter geworden, oder ist das nur Einbildung? Na, es wurden ja damals die Spandau-KIs dann übernommen, ja. Weil damals haben wir, glaube ich, gegen schwere und sehr schwere KIs gewonnen und jetzt sind zwei schwere, also schon wirklich relativ hart. Und schon nicht anders sagen. Was nun? Bögen spannen! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Spellforce aber für immer eins der geilsten Strategie-Games. Einen Bogen, keinen Hammer. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Auf Uhr, wir haben einen Sektor verloren. Stimmt, Geister. Digga, er schickt seine Leute noch ins Prügellager. Nee, der Junge, imagine. Imagine, die gesamte Base wird so komplett überrollt.
komplett überrollt von Gegnern. Überall, wo du siehst, Gegner und Tod und Leid. Und dein Chef sagt einfach so zu dir, ey, du gehst jetzt ins Frügellager und machst da erstmal nochmal ein Studium, ne? Du kommst da erst raus, wenn du fertig bist. Hast du verstanden? Junge, würde ich mich verarscht vorkommen. Es wird geschehen. Benötigt ihr etwas? Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Wir werden angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Dies ist hoffentlich kein Fehler. Gib mir ein Ziel. Zielt und schießt. Gebäude fertiggestellt. Ich trage einen Bogen. Unsere Helden werden stärker. Aber jetzt muss ich auch nicht alles zerstören von dem Gegner, sondern halt nur jede Base, ne? Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Aber vielleicht war das gleichzeitig irgendwie so alles, was er noch hatte, kann ja sein. Digga, der Troll hat actually in der Mitte eine Base gebaut. Aber wie ist er denn drauf? Ich werde Vorauskundschaften. Wir sind dort. Lauscht den Geistern. Ich spüre die Geister rings um uns. Ja. Es wird geschehen. Zielt und schießt. Gib mir ein Ziel. Gebäude fertiggestellt. Wäre cool, wenn du mal mit Fernkämpfern irgendwie die Fliegenden da ausschalten könntest. Bro, wir haben jede Sekunde gewonnen, das ist scheißegal, was wir machen. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ich mach gerade seine wahrscheinlich letzte oder fast einer seiner letzten Basen kaputt. Ich bin dauerhaft am Bevölkerungscap, also wir brauchen jetzt keine Taktiken mehr oder so. Wir werden angegriffen. Das geht hier eh nicht mehr lange. Aber du hast jetzt keine Eisenschnäbel mehr, wa? Um die selber wegzumachen. Nee. Ja, das ist einer der Nachteile bei Trollen. Die haben jetzt nicht so krasse Fernkampfeinheiten tatsächlich. Ja, genau, flieg noch mal einmal lieber. Was macht ihr denn da? What the fuck? Die greifen lieber vom Dach aus an. Junge. Ich werde Vorauskundschaften. Was nun? Ich spüre die Geister rings um uns. Lausch den Geistern. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Wir werden angegriffen.
Boah, Level 10er Held, Macher. Ich meine, ich habe auch einen. Ein Bogen ist bereit. Benötigt ihr etwas? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay, jetzt hat er nur noch Einheiten. Dann sind jetzt nur noch seine übrigen Einheiten. Ich glaube, der hat nirgendwo anders mehr. Wir kontrollieren jeden Außenposten auf dieser Karte. Gib mir ein Ziel. Digga, als ob der so mit seinem scheiß Eisenschnabel. Als ob der damit irgendwas macht noch. Gebäude fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Der hat da noch eine Flagge. Wo denn? Rechts bei dir. Junge, was ist das denn? Der hat sich einfach da reingesneakt und den... Hä, wann hat er das denn gemacht? Der hat da auch noch eine Base. Das war die ganze Zeit über... Lol, ich hab überhaupt nicht mitbekommen, dass der diesen meine Base da zerstört hat. Wann zum Geier ist das bitte passiert? Deswegen kommen von da keine Einheiten mehr. Ein Bogen ist bereit. Gib mir ein Ziel. Bombenwerfer, Alter, das sind Siege-Units. So, jetzt hat er aber keine mehr eigentlich. Er hat noch Units. Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Ach, der hat noch einen Helden, ach so. Ich glaube, es ist nur noch der Held, den man killen müsste. Der rennt aber. Ich will den einfach die Hand. Ich sehe es, ich komme dir entgegen, Stückchen. What? Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Der hat nichts mehr, der hat auch keinen Helden mehr und der hat keine Außenposten mehr. Gebäude fertiggestellt. Da oben ist noch so ein Vieh. Ja, Digga. Ja, drei Bombenwerfer, ja klar, die machen wohl das ganze Game noch. Ich baue da jetzt Türme, Alter. Ich glaube, vorher macht der Außenposten schon den Rest. Ja, glaube ich auch. Weil die sind halt nicht so mega krass tanky, die Vögel. Die sind halt nur auf Offensive. Nee, meine Vögel kommen nicht mal mehr an, um den zu töten. Aber ist immer noch nicht vorbei, war immer noch nicht alles. Ja, der hatte, guck mal, oh, da einen ganzen Schwarm noch, Alter. Yo. Er hat noch das Bataillon ready gemacht. Hier kraucht auch. Ach so, das sind deine, lol. Ich hab gedacht, das sind seine Vögel. Ja, dann latschen wieder irgendwo wahrscheinlich ein paar von seinen Einheiten irgendwo im Dunkeln rum hier, wa? Da ist noch ein Kramsammler. Der Kramsammler war's. Nice, okay, super. Dann hat's den Kramsammler noch weggebumst.